Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, unsere Bimmer-Quiz-Reihe geht weiter und heute bringen wir euch endlich den dritten Teil der Serie. Für alle, die das Format nicht kennen, es folgen 5 Fragen mit je 3 Antwortoptionen. Für jede richtige Antwort bekommt ihr einen Punkt. Am Ende des Videos werten wir zusammen eure Punkte aus und ihr erfahrt, welchen Rang ihr mit euren Punkten erreicht habt. Also Freunde, los geht's! Frage Nummer 1. Welcher 3er BMW war der letzte, der noch mit Sauger-Benzinmotoren erhältlich war? A. BMW E46, B. BMW E90 oder C. BMW F30? Die Antwort? B. Der BMW E90 war der letzte 3er BMW, der noch mit Benzinsaugmotoren erhältlich war. Kleiner Randfact, er war aber auch der erste 3er, der Turbo-Benzinmotoren erstmals in die Klasse einführte. Frage Nummer 2. In welchem Jahr übernahm BMW die Rover Group? War es A. 1992, B. 1996 oder C. 1994? Die Zeit ist um und die Antwort lautet C. 1994 stand der Autobauer Rover zum Verkauf. Als British Aerospace Rover an Honda verkaufen wollte, weigerten sich die Japaner, mehr als 50% der Rover-Anteile zu erwerben. BMW ergriff sofort die Initiative und schnappte sich Rover für 800 Millionen Pfund und übernahm die britischen Autobauer komplett. Frage Nummer 3. Auf welche 2 BMW-Fahrzeuge basiert der Land Rover L322? A. X5 E53 und 5er E39, B. 7er E38 und 5er E39 oder C. X5 E53 und 7er E38? Und wer hat's? Richtig, B. Der Land Rover L322 sollte anfangs ausschließlich auf dem BMW 7er E38 basieren. Während der Planungsphase entschied man sich bei BMW jedoch um und setzte zusätzlich auf die Elektrik des BMW 5er E39. Frage Nummer 4. Für welchen BMW nutzte man den Begriff Turnschuh? A. BMW Z4 Coupé E86, B. BMW 6er Coupé E63 oder C. BMW Z3 Coupé E36. Und die Antwort ist C. Als das Z3 Coupé 1998 auf den Markt kam, bildeten sich bei den BMW-Enthusiasten 2 Lager. Grund dafür war das Design des Z3 Coupé, das von der Seite tatsächlich sehr stark an einen Turnschuh erinnerte. Und ab zur letzten Frage? Naja, wie auch immer. Welcher BMW war das dritte und bis heute letzte deutsche Bonn-Fahrzeug? A. BMW Z3 Roadster, B. BMW Z8 Roadster oder C. BMW 7er E38? Und die Antwort lautet B. Nachdem der Z3 als erstes und der E38 als zweites deutsches Fahrzeug in Bonn-Filmen zu sehen war, kam 1999 der Bonn-Film mit dem Titel Die Welt ist nicht genug in die Kinos. In diesem war der BMW Z8 Roadster als drittes und letztes deutsches Bonn-Fahrzeug zu sehen. Bevor wir zur Auswertung kommen, hier einmal eine Frage an euch. Sollen wir unser Bimmer-Quiz-Format noch weiter fortsetzen? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir sind gespannt, wie ihr euch entscheidet. Freunde, wir hoffen, dass ihr euch eure Punkte gemerkt habt, denn jetzt kommen wir zum Ranking. Habt ihr keinen oder einen Punkt, so lautet euer Rang Neuwagen. Habt ihr 2 bis 3 Punkte erreicht, dann gehört ihr zum Club der Youngtimer. Habt ihr 4 bis 5 Punkte gesammelt, dann seid ihr die ultimativen BMW Oldtimer und richtige BAFMO-Enthusiasten. Aber jetzt seid ihr gefragt, welchen Rang habt ihr erreicht? Schreibt eure Antworten mit dem Hashtag Neuwagen, Hashtag Youngtimer oder Hashtag Oldtimer zusammen mit euren Punkten in die Kommentare. Wir erwarten wie immer Real Talk, Freunde, also seid ehrlich zu euch selbst. Stopp. Und jetzt mal ein kleiner Test im Quiz. Wir sind gespannt, wer bis hierhin zugesehen hat, denn jetzt gibt es für die Ehrenabonnenten, die immer bis zum Ende zuschauen, eine Sonderfrage.
Welcher M5 hatte als letztes M5-Modell ein 3,8 Liter Reihensechszylinder-Triebwerk verbaut? War es A, der BMW E28 M5, B, der BMW E39 M5 oder C, der BMW E34 M5? So, wir sind gespannt, wer diese Frage beantworten konnte. Die Antwort lautet C, der BMW E34. Er hatte als letzter M5 einen freisaugenden Reihensechszylinder mit sage und schreibe 3,8 Liter Hubraum und 340 PS. Wer die Sonderfrage richtig beantworten konnte, kann sich jetzt einen weiteren Punkt aufschreiben. Wer jetzt insgesamt 6 Punkte hat, hat den Legendenrang erreicht. Wenn ihr also bis zum Ende zugesehen und alle 6 Punkte erreicht habt, dann schreibt Hashtag Legende in die Kommentare und verewigt euch unter diesem Video. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine kurze Info für euch. Seit kurzem ist unsere neue Webseite online. Zusammen mit unseren neuen Partnern werden wir euch geniale Angebote zu Ersatz- und Tuningteilen sowie speziellen Felgen und Reifen machen. Also schaut auf bavmo.net vorbei und besucht uns regelmäßig, denn weg ist weg. In Kürze starten die ersten Aktionen. Freut euch drauf! So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wer es noch nicht getan hat, kann unseren Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst auch nicht, unsere Webseite und unsere Social-Media-Kanäle zu besuchen. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Eure Bavmo-Crew.